Die Zeit wird uns seit jeher von sich im Kreis bewegenden Zeigern angezeigt, welche kontinuierlich über das runde Ziffernblatt unserer Uhren zu schweben scheinen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Längst zeigen uns Smartwatches nicht mehr nur die Uhrzeit, sondern im besten Fall auch den Weg. Eine, die das kann und dabei mal so gar nicht aussieht wie eine Smartwatch, ist die Fossil Q Explorist HR in der 4. Generation. Fossil, oder wie ich sie oft fälschlicherweise nenne, Fossil, bringen nach der Explorist der 3. Generation aus 2017 mit der neuen 4. Generation ein überarbeitetes Modell mit Features, welche der Vorgängerversion gefehlt haben. Dennoch hat sich am Design nichts geändert und das ist auch gut so, denn das, was die Q ausmacht, ist ihre Unverkennlichkeit zu einer analogen Armbanduhr, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen. Denn es muss nicht immer alles so digital und futuristisch auftreten. Es reicht, wenn wir eine Uhr mit smarten Features haben, aber das muss man ja nicht immer zwingend auf den ersten Blick auch sehen. Die Explorist sitzt wie angegossen. Natürlich empfindet das auch jeder nochmal anders, aber ich kann mein Tragegefühl wirklich nur als absolut angenehm beschreiben. Beeindruckend ist vor allem das Always-On-fähige Display, das so hell ist, dass es selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch gut abgelesen werden kann. Verfügbar ist eine Damenvariante der Uhr mit einer Gehäusegröße von 40 mm und diese Herrenvariante hier mit 45 mm. In diesem Fall liegt mir das Modell mit Lederarmband vor, mit praktischerweise gummierter Unterseite, möglich sind aber auch Silikon- oder Edelstahlvarianten. Das Gehäuse kommt in einem Blau-Metallic daher, was hier nicht optimal zu erkennen ist, in echt aber einfach genial aussieht. Auch auf der 4. Generation der Fossil Smartwatch kommt wieder Wear OS von Google zum Einsatz und das ist auch gut so, denn das System läuft im Großen und Ganzen flüssig, auch wenn es hier und da mal ein bisschen ins Stocken kommen kann. Insgesamt ist Wear OS aber wirklich gut aufgebaut, schnell zu verstehen, durch die digitale Krone auch wirklich einfach zu navigieren und bietet einige nützliche Features. Ihr könnt zum Beispiel dank Google Pay jetzt auch mit der Q Explorist zahlen, was richtig cool ist, denn so geht es an der Kasse eben noch schneller. Allerdings sei hier eine Sache zu vermerken, denn alle, die PayPal mit Google Pay verwenden, das geht leider nicht, hat aber nichts mit Fossil zu tun, sondern PayPal wird eben nicht auf Smartwatches unterstützt, leider. Was für mich auch bedeutet hat, dass ich jetzt nochmal ein Konto eröffnen musste, das mit Google Pay kompatibel ist. Die Uhr verfügt in der 4. Generation auch über eingebautes GPS. Das ist beim Sport zum Beispiel wirklich hilfreich, denn so spart ihr euch das Mitschleppen eines Smartphones. Das benötigt ihr tatsächlich noch nicht einmal beim Musikhören, denn dank 4 GB internen Speicher könnt ihr Songs auch direkt auf der Uhr ablegen. Ebenfalls integriert ist in die 4. Generation der neuen Fossil-Uhr auch ein Herzfrequenzmesser. Das ist ja mittlerweile schon eigentlich fast Standard. Und im Übrigen ist die Uhr auch wasserdicht. Hände waschen, duschen und mit der Uhr in den Pool springen ist laut Fossil kein Problem. Im Vergleich zum Vorgänger ist allerdings kein Lautsprecher mehr in die Uhr eingebaut, was bedeutet, ihr könnt mit ihr nicht mehr telefonieren, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tragisch finde, weil das habe ich tatsächlich eigentlich auch selber nie gemacht. Allerdings gibt es trotzdem ein Mikrofon, das verbaut ist und das dient dem Google Assistant und das ist wirklich praktisch, denn den kann man ja bekanntlich immer mal gebrauchen. Praktisch sind auch die beiden frei belegbaren Knöpfe neben der Krone. Ein Klick und ihr öffnet beispielsweise Spotify oder eine andere App eurer Wahl. Alles in allem ist die Q Explorist wirklich eine runde Sache, denn in diesem Urwald von Smartwatches bekommt man irgendwann einen am Zeiger. Da verliert man schnell mal den Überblick. Ich habe jetzt mit der neuen Fossil meine Smartwatch gefunden, denn sie bietet für mich insgesamt einfach das beste Gesamtpaket. Sie hat nun ein kleineres Gehäuse als der Vorgänger, trotzdem aber ein leicht größeres Display mit schmaleren Rändern, eingebautes GPS und wirklich ein Wahnsinns-Display. Ihr merkt schon, so wirklich was auszusetzen habe ich an der Uhr nicht. Allerdings gab es auch eine kleine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat und das war die Akkulaufzeit. Die ist jetzt wirklich nicht so stark. Da muss ich wirklich sagen, dass nach maximal einem Tag das Ding immer wieder aufgeladen werden musste. Ansonsten hätte ich den nächsten Tag damit nicht überstanden. Und hier sei auch zu erwähnen, das Ding kann zwar drahtlos quasi aufgeladen werden, über Wireless Charging, allerdings nur mit dem beigelegten Magnetladeclip. Denn wollt ihr das Ganze beispielsweise auf irgendeiner Wireless-Ladestation laden, funktioniert das nicht, wie zum Beispiel hier auf meinem Mauspad, das hat so eine integrierte Ladefläche rechts auf der rechten Seite eben integriert. Schade, funktioniert halt eben nicht. Das muss halt immer mit dem Fossil-Ladekabel verbunden werden. Also vergesst das nicht, falls ihr in den Urlaub fliegt. Ja, insgesamt tut das der ganzen Sache aber keinen Abbruch, denn die Uhr ist für mich immer noch eine klare Kaufempfehlung. Der Link zum Produkt, den findet ihr in der Infobox und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der tickt wohl nicht ganz richtig. In diesem Sinne, macht es gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!